Also erstmal stellt man sich die Frage, gilt das Grundgesetz eigentlich in Bayern? Weil die haben auch die Website kaltgestellt und die Konten eingefroren. Ja, und die haben die Website kaltgestellt und haben ein Bild gepostet, deswegen, wo drin steht, dass die letzte Generation die kriminelle Vereinigung sei und wer sich, wer denen Geld spendet, macht sich strafbar. Genau. Und der Witz ist, niemand hat festgestellt, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Sowas machen üblicherweise Gerichte und sowas wird derzeit geprüft. Aber wir sind weit davon weg, das festzustellen und es ist rechtlich auch höchst umstritten. Deswegen meine Frage, gilt das Grundgesetz eigentlich in Bayern? Gilt die Gewaltenteilung in Bayern? Gilt die Unschuldsvermutung in Bayern? Und diese Kriminalisierung des Versammlungsrechts, die hier stattfindet, ist wirklich unter aller Kanone.